Sieh mal so ernst aus. Wenn du dich bemühst, dann kannst du auch du schön lächeln. So, jetzt bin ich wieder. Wunderbar. Was soll ich machen? Hallo, ich bin Uschi. Hallo, ich bin Maureen. Und zusammen wandern wir aus. In die Karibik. Ach ja, in die Karibik, ganz wichtig. Ins Kloster. Wir gehen ins Kloster. Irgendwann, wenn wir Rente sind, dann wandern wir aus. Und dann habe ich gedacht, wieso erst mit Rente? Warum nicht jetzt? Und dann kam Maureen eines Tages mit, ach, eigentlich fände ich es ja ganz klasse, wenn du arbeiten würdest und ich liege in der Hängematte und trinke Mai Tai. Ne? Nein, nicht ganz. Und ich habe ihr jedenfalls zum nächsten Geburtstag erstmal eine Hängematte geschenkt. Ich habe eine Hängematte bekommen. Und sie hat festgestellt, sie mag keinen Mai Tai. Nein. Ja, und so ist man dann weitersuchen, ein Getränk. Ne? Und so sind wir dann bei Blue Curaçao gelandet. Mhm. Und dann hat Maureen angefangen, sich mit der Insel zu beschäftigen. Nach dem ersten Urlaub auf Curaçao im Juni, als wir zurückkamen, da haben wir gesagt, das ist es. Und seitdem bereiten wir vor und planen. Und das ist Arbeit. Das ist das größte Projekt meines Lebens, muss ich sagen. Okay. Ja. Ja, aber ich habe 10 Jahre mehr auf dem Buckel als du. Na ja, gut. Auf Papier. Oh, ist das charmant. Die sind so groß, die kann man gar nicht. Die sind 8-9 Quadratmeter groß. Ja. Die kriegen wir gar nicht auseinander. Na, okay. Komm, geh mal nach draußen. Okay. Das sind Bilder, die kommen ins Wohnzimmer. Das werden richtige Blickfänge. So eins haben wir auch noch von Rising Woman und die kommen dann so gegenüber. Ja. Und in der Küche gibt es einen ganz riesengroßen Papagei als Spritzschutz. Ja, sieht geil aus. Wer von euch hat die Vorstellung? Ja. Dieses Kloster liegt genau hinter der Kirche und es hat einen Zugang, der geht über den Kirchenparkplatz. Und auf der gegenüberliegenden Seite von der Kirche ist das Haus für den Pastor. Und leider ärgert er sich so sehr darüber, dass wir dieses Kloster gekauft haben, dass er also wirklich nur am Rumzicken ist, kann man sagen. Der will also den einzigen Zugang zumauern, dass wir da nicht mehr hinkommen. Und sprich, also mit dem kann man gar nicht reden. Er ist ein extrem schwieriger Mensch. Also wir haben versucht, auf den zuzugehen und zu sagen, ah, neuen Nachbarn und wir sind ganz ruhig und guck mal, wie schön wir das Kloster hier machen. Und es interessiert ihn alles nicht. Der tyrannisiert unsere Bauarbeiter und er sucht irgendwie Sachen, um uns zu ärgern. Und hier hängt das heilige Maßband. Bitte, dein Job. So, was haben wir heute? Noch 38 Tage. Und? Ich hatte schon die Vorstellung, hatte ich vorher alles schon. Dass ich irgendwann mal heirate, ein Haus kaufe, auswandere. Aber wann? Das wusste ich natürlich nicht. Ich musste nur die richtige Partnerin finden. Und die habe ich jetzt. Nach langem Suchen. Ja, komm, ich habe 10 Jahre länger gesucht. Ja. Das ist übrigens Ginny, mein künftiger Hund. Ja. Ginny weiß noch nichts von ihrem Glück, aber glücklich ist sie. So stellt man sich die Karibik vor. Es ist natürlich ganz anders. Alleine Farbe hier. Es sind ja nur, ich glaube 90% ist schwarz. Und wir sind dann die Exoten. Mal andersrum. Finde ich auch witzig. Papiamento ist ganz niedlich. Da heißt zum Beispiel Danke übersetzt, heißt Danki Danki oder Mascha Danki. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe ja nun einen Vornamen, also das ist so eine Uschi. Ne? Also ist ja wirklich nicht das Tollste. Aber auf der Insel hat auch der Name wieder eine ganz tolle Bedeutung, weil es gibt in diesem Papiamento einen Begriff, den es im Deutschen nicht gibt. Aber ein Adäquat wäre sowas wie Darling oder Liebes oder... Es hat halt eben nichts mit Besitz ergreifen zu tun, sondern wirklich nur nett, wie man jemanden den Kellner anspricht oder irgendwie sowas. Und das heißt Duschi. Duschi.
Duschi. Duschi kannst du mal dies, Duschi kannst du mal das. Und ich habe natürlich schon Spitznamen auf der Insel. Dreimal da gewesen, aber ich bin Duschi Uschi. Von den Schwimmschuhen, ja, über Gartenschuhe bis hin zu Zahnstochern, weil sie einfach hübsch sind. Einfach hübsch. Und? Für die Hunde? Für die Hunde, genau. Für die Hunde. Das wird der Klosterkräutergarten und der Gemüsegarten. Das sind so Sachen, die sehen wir dann, wenn wir unterwegs sind, und dann schlagen wir einfach zu. Das heißt auch weniger Einkommen. So, und wenn man dann nicht weiß, wie lange das dauert, und das hat bei uns also wirklich lange gedauert, ehe wir die Unterschrift unterm Haus hatten, das kann einen schon ganz schön an die Nerven gehen. Und wenn dann auch noch ein Totalausfall eines Hauptauftraggebers kommt, mit dem man eigentlich 80% seines Familieneinkommens hat, und das war von Januar bis September der Fall, und dann von dem ersparten Leben, was man hat, gucken, dass man drüben schon was aufbauen kann, dagegen anverdienen, dass man wenigstens die laufenden Kosten vielleicht gerade noch so deckt, was aber auch nicht geklappt hat. Aber das war schon echt eine nervliche Belastung. Also wir waren schon richtig, im August waren wir auf. Mhm. Also, aber ganz ehrlich, wir sind so energetisch erschöpft, muss man auch sagen, dass wir manchmal schon vorm Aufstehen müde sind. Ich kann es kaum abwarten. Wir fühlen uns wie kleine Kinder. Ja, genau, das haben wir nämlich gesagt. Wir fühlen uns wie man sich früher gefreut hat auf Weihnachten. Ja. So der Weihnachtsmann kommt und die ganze Vorfreude und Spannung. Und ich meine, das ist ja das, was wir hier gerade machen im Vorfeld, die ganzen Vorbereitungen für die Auswanderung. Da muss man so viel bedenken. Als Kind muss man so viel basteln, ja. Bis dann so der große Moment da ist, und der hat ein Datum. Das ist bald. Das ist in 38 Tagen. Und es wird noch viel passieren bis dahin. Und dann? Zu Hause. Dann zu Hause, ja. Der Wagen bleibt hier, wird verkauft. Und von dem Geld kaufen wir dann auf Curaçao ein Pickup. Das war schon lange unser Traum, ein Pickup. Wir sehen es förmlich schon vor uns, ne? Wir vorne im Kasten und die Hunde hinten drauf mit der Nase im Wind. Mhm. Der Macher bin ich. Der Macher bin ich. Aber die Ideen kommen daher. Ja. Und zusammen sind wir richtig unschlagbar.